Alter, so, jetzt aber mit dem Ruck. Hallo? 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 Oh, du hörst jemand nett an. Ach, danke schön, Knacki. Hier ist Mondschein. Hi, Mondschein. Ich ganz kurze Frage vorab, kriege ich jetzt auf den Sack, oder? Nein. Gut. Nein. Ich wollte nur zu dem vorletzten Vorredner. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich denke auch, dass Geld, da wird sich die Haut gespielt und bei manchen siehst du, das Geld wirklich den Charakter versaut und den kompletten Menschen. Du, ja, man muss aber die Position ja sehen. Das heißt, wenn du etwas tust und Geld ist ein Abfallprodukt von etwas, was du tust, das ist die eine Geschichte. Aber Kirche und der DLP, die sitzen da rum und müssen Geld verdienen. Das ist also was völlig anderes. Ab da wird das Ganze auch krampfhaft, weißt du? So, da ist dieser, genau, Zwang. Dieser das Zwang. Ist es nämlich, weil, ja, ich sag mal so, wenn ich zahlen möchte, zahle ich. Dafür möchte ich aber keinen blöden Spruch haben oder eine Beleidigung. Ja. Und die Kanäle, weiß ich nicht, für mich existieren die nur noch, ja, wegen Beef, Beleidigung. Aber mal unter uns, ist das, was ich hier tue, nicht auch Beef? So grenzwertig, ne? Ja, jein, würde ich sagen. Weil ich versuche immer die Tür offen zu halten für jeden, der Bedarf hat, dass wir Probleme lösen, aber wenn halt keiner kommt, kommt halt keiner, ich kann es nicht ändern. So, ich glaube, der Unterschied zwischen dir und den anderen ist, dass du dich gewählter ausdrücken kannst, ne? Dass du, klar, du benutzt auch ein paar Schlagwörter, gar kein Ding, aber die anderen, ich sag mal, die versinken schon in den Gürtel. Ja gut, aber es ist ja der tatsächliche Charakter, der in einer Stressphase bei Menschen zum Vorschein tritt. Und ich bin wirklich ein netter, sympathischer, offener, halbwegs gebildeter, ehemaliger Selbstständiger, der auch ein bisschen Pech im Leben hatte. Ich war Journalist. Ich kann mich noch ganz anders ausdrücken. Es hängt aber auch ein bisschen immer vom Publikum ab, mit dem ich umgeben bin. Da gewöhnt man sich halt auch so ein paar Sachen an, die man sich besser wieder abgewöhnen sollte. Aber ich will jetzt auch hier nicht den gebildeten Arsch raushängen lassen, weil das ist eine Position, die mir nicht gefällt. Ne? Und so bin ich nicht. Ich bin ein richtiger Puttjunge. Ich quatsch, wie was ich denke und gut ist. Und meistens liege ich da auch gar nicht falsch. Ja, weil ich hatte für mich auch, ich sag mal, ich war in fast der gleichen Situation wie du, hat mich auch getriggert gefühlt von einer gewissen Dame. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich ahne Fürchterliches. Und das tat mir überhaupt nicht gut. Das habe ich auch gemerkt. Ich meine, es gibt ja Menschen, ne, die läuft. Wie war denn die Lösung? Wie war denn deine Lösung in dem Moment? Aber wie war denn deine Lösung in dem Moment? Das heißt, wie hast du denn jetzt bestimmt, wie geht's denn weiter? Die triggert mich und jetzt, wie reagierst du? Ich habe abgeschaltet. Siehst du, das ist das Einzige, was vernünftig ist. Ja. Genau. Weil ich gemerkt habe, die Dame tut mir überhaupt nicht gut. Der Chat, muss ich sagen, der hat sich ja mitziehen lassen. Das hat man ja heute auch gemerkt mit Ische. Ja, richtig üben, ja, aber sachlich. Man muss nicht beleidigend werden. Und wenn einer diesen Menschen nicht mag, kann er ja sagen, ey, ich guck die nicht. Genau so. So mache ich es auch. Ich kenne ja... Hier, muss ich sagen, hat das gut getan. Ich vermisse diese... Ich kann es eben nur raten. Wie gesagt, wenn du merkst, dass das wird hier, das nimmt überhand, Stöpsel mal ziehen, also gezielt, ja, 14 Tage das Ding auslassen, komplett, oh, und mal was anderes machen. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, ja, du entwickelst ja auch sowas wie eine Sucht. Ja, du willst ja immer wissen, wie geht's weiter, wer knallt heute wieder gegen wen. Nee, ich habe es überhaupt nicht vermisst. No. Es kann ja unterm Strich auch keiner tatsächlich irgendwas gewinnen. Also wir können alle nur verlieren. Genau. Das ist halt so. Ja. Das habe ich für mich nämlich auch gemerkt. Und ich möchte mir selber treu bleiben. Den nächsten Tag noch im Spiegel gucken können. Ja, finde ich gut. Schicke Meinung, also passt sogar zur Stimme. Danke. Ja, das war eben das, was ich mal loswerden wollte. Ja, dann sage ich vielen Dank für den Anruf. Ja, bitte. Bis nächstes Mal. Ciao.